Asthma 2. Können Sie mich alle gut verstehen? Wunderbar. Also, ich möchte hier in diesem Webinar über die verschiedenen Charttypen sprechen und auch das Zusammenspiel der Zeitebenen. Denn letztlich ist das, was wir uns anschauen, immer von großer Relevanz dafür, wie wir unsere Handelsentscheidungen treffen, wie wir uns einordnen und orientieren in der aktuellen Marktbewegung. Und ich denke, es ist daher sehr vorteilhaft, dass man sich mit diesem Thema mal auseinandersetzt und weiß, was es überhaupt genau ist, was man sich da anschaut. Ja, also, wissen Sie denn oder wer von Ihnen benutzt denn schon den MetaTrader? Sind Sie schon im MetaTrader-Handel oder bleiben Sie noch lieber bei Ihren binären Optionen oder? Okay? Alles klar, wunderbar. Also, einige MT4-User hier schon mit bei. Das ist prima. Dann kann es auch schon sein, dass Sie vielleicht die ein oder andere Information, die wir hier jetzt miteinander besprechen werden, schon mal gehört oder gesehen haben, natürlich. Aber ich denke, das Wichtige ist auch, wenn man sich mit Trading beschäftigt, die Verinnerlichung, dass man es wie mit dem Autofahren, das Thema bringe ich oder den Vergleich bringe ich gerne mal, wenn man für diejenigen, die vielleicht noch Schaltwagen kennen, wenn man das erste Mal einen Schaltwagen gefahren ist, mit Kuppeln und Schalten und Lenken und Gucken und alles auf einmal. Höchst kompliziert beim ersten Eindruck, aber ehe man sich versieht, ist das Ganze schon verinnerlicht und genau das möchten wir auch im Trading nämlich erreichen, dass wir vieles einfach dadurch, dass wir es wirklich verstanden haben, verinnerlichen und uns, sage ich mal, im Eifer des Gefechtes nicht aufhält in unseren Denkprozessen. Also, es gibt im MetaTrader unterschiedliche Darstellungsarten. Ich nehme mal hier ganz kurz die Linien raus. So, vielleicht nehmen wir auch mal. Na, das ist schon okay so. Also, es gibt, fangen wir mal ruhig an mit dem Barchart. Also, wir sehen, der Barchart besteht aus einem Strich mit zwei Ecken, sozusagen. Und zwei überstehenden Teilen zu den Ecken. Was wir hier auf einen Blick sehen, sind nämlich eine Handvoll an Informationen. Und im Prinzip, was dahinter steht, das sehen wir hier nämlich auch bei den sogenannten Candlecharts und zu denen komme ich gleich in einem Moment. Also, der linke Haken bei einem Barchart zeigt mir immer den Eröffnungskurs einer Zeiteinheit. Und der rechte Haken den Schlusskurs und die darüber stehenden Teile den Höchst- und den Tiefskurs. So, dazu sollte man jetzt erstmal wissen, was ist überhaupt so ein Bar? Also, so ein Barchart ist eine Zeiteinheit. Momentan haben wir ausgewählt einen Tag. Das heißt, jeder einzelne dieser Striche entspricht der Preisbewegung eines Tages im Euro-Dollar. Ne? Also im Grunde schon eine ganz simple Geschichte. Man kann aber auch das Ganze umschalten. Man kann auf MN drücken, dann entspricht jeder Haken einem ganzen Monat. Ne? Und hier, wenn man auf W1 drückt, dann ist es eine Woche. Also sprich, vier dieser Haken entsprechen einem hier im Monatschart. Und so zieht sich das durch. Ne? Das sind 4 Stunden. Das bedeutet, jeder Bar entspricht 4 Stunden. Eine Stunde. 30 Minuten, 15 Minuten, 5 Minuten und 1 Minute. Also es gibt wirklich von klein auf groß, ich sehe das immer so, es ist wie wenn man in ein Bild hineinzoomt und wie oder was man für welchen Trading-Stil vielleicht besser einsetzt, dazu kommen wir auch noch mal gleich in einem Moment. So, gehen wir mal zurück auf den Tagesbar. Also, wie gesagt, wichtig ist zu wissen, ich sehe hier 4 Informationen auf einen Schlag. Ich sehe den Eröffnungskurs, den Schlusskurs und den Höchst- und den Tiefstkurs. Das heißt, das gibt mir hier auf einen Blick ganz schnell eine Idee, wie der Markt sich bewegt. Also zum Beispiel, wenn man sieht, dass, wie zum Beispiel hier, Einstiegs- und Schlusskurs ist ziemlich nah beieinander. Wir hatten einen Ausbruch nach unten, der allerdings dann recht schnell zurückkam und letztlich auch positiv noch geschlossen wurde.
So, gehen wir mal auf die nächste Darstellungsart. Das ist die mit Abstand bevorzugteste. Das sind die sogenannten Candlesticks oder Kerzencharts. Also, was wir hier sehen, ist im Grunde exakt das Gleiche. Wir haben einen Kerzenkörper, das ist hier so der dicke Teil, entweder in weiß oder in rot in diesem Fall, und die beiden überstehenden Dochte. Und hier sehen wir nämlich auch das Gleiche. Also, bei einer positiven, oder im Grunde ist es so, dass der Anfangspunkt einer Kerze auf derselben Höhe der vorangegangenen Kerze ist. Außer wir haben ein Gap natürlich. Ein Gap wie beispielsweise übers Wochenende oder wenn ein Markt zwischenzeitlich geschlossen ist, bevor er aufmacht. Das sind so Möglichkeiten, wo eine nächste Kerze nicht dort eröffnet, wo die letzte geschlossen hat. Weil üblicherweise sind die Zeitübergänge natürlich fließend. Weil zwischen dem Schluss dieser Kerze und der Eröffnung dieser Kerze liegt ja im Grunde nur das Klicken einer Sekunde sozusagen. Also, wir sehen hier auch den Eröffnungskurs und den Schlusskurs und die darüber stehenden Höchst- und Tiefstkurse. Bei einer hellen Kerze natürlich in dem Fall ist das der Eröffnungskurs. Also, man kann sich immer orientieren daran, was für eine Farbe hat die Kerze. Natürlich sind die Farben individuell einstellbar. Also, man kann sich nicht nur auf die Farben als solche verlassen, sondern grundsätzlich schaut man, dass der Startpreis oder der Eröffnungskurs einer Zeiteinheit in der Regel mit dem Schlusskurs der letzten Einheit d'accord ist. So, also hier sehen wir auch diese vier Informationen auf einem Schlag. Und das hilft uns, denn es gibt auch unterschiedliche Kerzenmuster. Also so, wenn man dieses Prinzip hier erstmal verstanden hat, dann kann man sich ein bisschen mehr mit Kerzen noch auseinandersetzen. Beispielsweise, wenn man hier so ein Muster sieht, praktisch kein Docht unten, nur einen ganz kleinen Kerzenkörper und ein langer Docht von oben. Es gibt so Umkehrsignale. Und wo man sagt, dass eine Long-Bewegung dann doch vielleicht eher in eine Short dreht. Und das wäre zum Beispiel ein so ein Signal. Wir haben nochmal ein spezielles Webinar extra für diese Kerzenformation. Und das zeigen wir Ihnen dann gerne dann noch auch dann in diesen Webinaren. Hier geht es jetzt erstmal nur darum zu verstehen, dass es diese unterschiedlichen Darstellungsarten gibt. Also wie gesagt, der Kerzen oder die Kerzencharts zeigen mir auch diese vier Informationen an. Das Ganze sehen wir hier auch in unserer Folie. Also Eröffnungskurs, Schlusskurs, Höchstkurs, Tiefskurs. Ganz simpel. Dann gibt es noch den sogenannten Linienchart. Also beim Linienchart ist eine ganz interessante Geschichte. Man sieht zum Beispiel hier meine Trades, die ich gemacht habe. Hier sieht man, wo ich den Trade eingegangen bin, wo ich ihn geschlossen habe. Da ist ja gar kein Kurs, da wo die Pfeile sind. Warum? Weil der Linienchart sich nicht nur von einem Punkt zum anderen Punkt bewegt. Und hierfür nimmt er den Durchschnittspreis. Also er ignoriert sozusagen diese Informationen, die wir kennen aus den Candles oder den Bars, wo wir, sage ich mal, mehrere Informationen auf einmal sehen, sondern er reduziert es aufs Wesentliche und dann kann man hier von Punkt zu Punkt sehen, wie der Markt sich entwickelt hat. Ich persönlich bin ein großer Freund der Kerzencharts und ganz selten benutze ich mal die Barcharts, aber eigentlich auch eher nur, wenn die Kerze hier meinen Pfeil überdeckt, dass ich nicht genau sehen kann, optisch, wenn ich meinen Trade sehen möchte. Ansonsten bin ich immer im Kerzenbereich unterwegs. Haben Sie irgendwelche Fragen dazu? Können Sie das nachvollziehen? Macht das Sinn? Okay, alles klar. So, und was ist nun wichtig hier? Welche Zeiteinheiten sind denn wirklich relevant? Für welche Trading-Stile? Ne? Und da wollen wir gleich mal drauf eingehen. Jetzt kommt gerade eine Frage rein. Wie kommt es zu den zwei Farben bei den Kerzen? Also, das, was Sie hier sehen, diese Vorlage mit diesen farbigen Kerzen und auch mit diesen Durchschnittslinien, die wir hier drin haben, das ist eine Vorlage, die haben wir erstellt. Wenn Sie die gerne auch haben möchten, können Sie uns E-Mailen an tradingacademy@bdswiss.com. Ich schreibe Ihnen ganz kurz.
Und dann können Sie genau das Gleiche auf Ihrem Bildschirm auch sehen. Ich schicke Ihnen eine kurze Erklärung, wie Sie das in Ihren MetaTrader einladen können. Das ist ganz simpel. Und dann werden Sie beispielsweise auch gerne unsere Frühstücksbörse, Feierabendbörse oder Formate dieser Art besuchen. Dann sehen Sie auch das Gleiche auf dem Bildschirm, was wir sehen. Das kann vielleicht hilfreich sein. Also wir haben die schon oft an Kunden verschickt und die freuen sich darüber. So, aber um Ihre Frage konkret zu beantworten, wie kommt es zu den Farben? Also, es gibt hier eine Eigenschaften und dann kann ich einstellen. Es gibt eine Kerze hoch und es gibt eine Kerze runter. Dann habe ich hier die Farben eingestellt und dann gibt es jeweils noch das obere und das untere Ende, also Balken hoch, Balken runter und da haben die hier dieselbe Farbe, so dass man letztlich mit einer einfarbigen Kerze hier zu tun hat, abhängig davon, ob sie eben weiß oder rot wird. Der Grund, ob sie weiß oder rot wird, hat natürlich mit dem Einstiegskurs zu tun. Das und das, denke ich, könnte hier jetzt auch ganz interessant sein, dass ich Ihnen mal aufzeige, wie das Ganze aussieht, wenn wir in kleinere Timeframes sehen. Also wir sehen hier jetzt zum Beispiel die letzte Kerze. Das ist die Tagesbewegung heute im Euro-Dollar. Wie wir sehen, ein bisschen sehr verhalten. Gestern war auch Feiertag in den USA und heute wacht die Welt langsam ein bisschen auf, aber alles noch ein bisschen verhalten. Da sehen wir also keine sehr große Bewegung. Trotzdem im Vergleich zu gestern ein Anstieg. Ne? Wir sehen, hier war der Schlusskurs, da war der Eröffnungskurs und seitdem haben wir uns erholt. So, wenn wir jetzt aber natürlich auf den 1-Minute-Chart gehen, hier hat man gerade sehr gut gesehen. Abhängig vom Einstiegskurs, ob der aktuelle Kurs darüber oder darunter liegt, entscheidet, ob die Kerze weiß oder rot wird. Also der MT4, sehen Sie, schaltet um. Jetzt ist sie auch grün. Wenn sie grün in der Mitte ist, das ist ein sogenannter Doji, wie wir ihn auch hier sehen, dann ist er wirklich Einstieg, Ausstiegskurs absolut gleich. Wir sind jetzt im 1-Minuten-Chart. 1-Minuten-Chart ist natürlich ein Tohuwabohu im wahrsten Sinne des Wortes, weil jede Kerze ist 1 Minute und natürlich, selbst jetzt bei so einem ruhigen Markt, wie wir ihn gerade sehen, tickt es hier trotzdem die ganze Zeit hin und her. Also auf dem 1-Minuten-Chart handeln ist schon was sehr, sage ich mal, sehr kurzfristiges auf alle Fälle. Also wer im 1-Minuten-Chart handelt, der muss sehr enge Stocks mit sehr engen Stops arbeiten und man muss natürlich auch die Spreads mit berücksichtigen, weil was hier jetzt wie eine Riesenbewegung aussieht, ne, nehmen wir mal die hier, entspricht gerade mal so 11,7 Pips. Das ist nicht die Welt. Ne? Natürlich, klar, so eine Bewegung ist 25 Pips. Ist auch nicht die Welt. Wenn ich sowas auf dem Tageschart sehe, dann sind das hunderte Pips in der Regel. Ne? Also das muss man wirklich beachten. Wenn man sehr kurzfristig handelt, kann man den Minutenchart hernehmen. Ich persönlich bin eher jemand, ich schaue mir erstmal an, was machen die Märkte auf Tagesbasis oder vielleicht 4-Stunden-Basis. Ich gucke halt also, okay, schau mal, Euro hat sich heute nur ein kleines bisschen bewegt. Im Aussie haben wir gesehen, er hat versucht, nach oben sich durchzubrechen, nachdem jetzt die Zinsentscheidung heute früh dabei geblieben ist, die Zinsen dabei zu belassen. Er hat unser Ausbruchsniveau nach oben nicht genommen. Wir sehen, Gold eiert hier auch rum. Der DAX hat ein kleines bisschen Korrektur nach unten im 4-Stunden-. Entschuldigung, das ist der Euro-Schweiz. Üblicherweise habe ich da den DAX laufen. Jawohl, also. Wir sehen, DAX ist auch immer noch gefangen hier in seiner Range. Und wichtig ist, wenn man mit einem großen Timeframe arbeitet, auf dem Tageschart, da die Widerstände und Unterstützungslevels, die man darüber definiert, haben in der Regel eine höhere Bedeutung, weil einfach da die größeren Bewegungsabläufe sind. Aber man muss sich auch eben vor Augen halten, wenn man sich nur auf dem Tageschart reduziert, dass man auch vielleicht vieles, was dazwischen passiert und auch dazwischen an Möglichkeiten zum Trading existiert, man sich damit ausklammert. Also man sieht sie nicht. Deswegen ist es wichtig, dass man von groß auf klein runtergeht. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel sehe, okay, der Euro, vielleicht haben wir auch noch ein bisschen besseres Beispiel. Nehmen wir mal den Ossi, der hat sich heute Morgen ein bisschen bewegt. So, auf Tagesbasis sehen wir, okay, schau mal, er ist hier hoch, hier wieder an dieses Widerstandsniveau kommt er da durch. So, dann sehen wir auf Tagesbasis erstmal, grundsätzlich ist er bullisch gelaufen jetzt seit einigen Tagen. So, und dann kann man kleiner gehen auf den 4-Stunden-Chart. Dann sieht man, aha, okay, also hier hat er einen Ausschlag nach oben gehabt, aber allerdings immer auch sofort mit längeren Dochten versehen. Also hier scheint schnelles Profit-Taking auch auf jeden Fall zu herrschen. Also die Leute nehmen ihr Geld schnell vom Tisch wieder.
Auf dem Stundenchart sieht man auch, dass er im Grunde wirklich, also das ist auch hier, das ist nochmal ein anderer Indikator, den ATR, den benutzen wir gerne mal. Da ist er bis an den ATR rangelaufen, um dort wieder abzuprallen. Deswegen haben wir auch unser Ausbruchsniveau darüber gestellt, damit wir, weil gerne mal, wenn ein bisschen die Stärke im Markt fehlt, bricht er nicht durch die ATR-Levels durch. Und sehen Sie, also man sieht hier jetzt zum Beispiel im Stundenchart eine ganz andere Bewegung, die heute stattgefunden hat, wie als wenn man sie im Tageschart sieht. Also auf dem Tageschart, denke ich, ist es sehr wichtig, vor allem wenn man sich einen Querschnitt des Marktes macht über mehrere Assets hinweg, dass man sich das anschaut. Hier ist auch nochmal ein gutes Beispiel, das war gestern im Öl. Da sehen wir auch im 4-Stunden-Chart ist das Ding nach oben geschossen und dann nach unten. Was ist da passiert? Ja, Saudi-Arabien hatte gestern angekündigt, dass sie eine wichtige Nachricht hätte, die sie veröffentlichen wolle. Und der Markt hat dann schon ja, das Beste erhofft, ist dann bis an dieses Unterstützungsniveau, was jetzt ein Widerstandsniveau geworden ist, die 46,50 rangelaufen, um dann zu erfahren, dass Saudi-Arabien und Russland eine Arbeitsgruppe gründen, um die Ölmärkte gemeinsam, sage ich mal, zu beobachten. Und dann kam noch im Nachgang das Wort, ja, also wenn Oil Freeze kommt momentan nicht in Frage, weil es nicht nötig sei. So, was passiert? Zack, gleich runter. Gestern Abend haben wir dann auch hier gesagt, ja, man könnte Öl durch diese Bewegung jetzt hier, wenn es dann durch die 44 durchbricht, dann bis hier unten die 44 oder sogar auf den ATR runter shorten. Also so kann man sich dann letztlich von groß auf klein ein bisschen runterordnen, um dort dann letztlich die Bewegung ein bisschen näher anzuschauen. Wichtig hierbei ist, es kann sein, dass wir Widersprüche haben hinsichtlich dessen, wohin ein Trend aussieht zu gehen. Das ist natürlich abhängig von den Zeitebenen. Aber wie ich gerade schon meinte, auf einem 1-Minuten-Chart kann etwas aussehen wie ultra bullish und auf einem 4-Stunden- oder Tageschart ist es das überhaupt nicht. Also deswegen unbedingt vor Augen halten, dass hier man sich von groß auf klein runterorientiert. Und in dem Zusammenhang auch sich vor Augen halten, dass Charts fraktal sind. Wissen Sie, was fraktal bedeutet? Okay. Also ich bringe mal gerne ein kleines Beispiel. Zunächst einmal, Fraktal im Grunde bedeutet das, was ich Ihnen gerade gesagt habe. Also eine Tageskerze besteht aus 6 4-Stunden-Kerzen. Ne? Eine 4-Stunden-Kerze besteht aus 4 1-Stunden-Kerzen. Eine Stundenkerze besteht aus 2 30-Minuten-Kerzen. Also das Große besteht aus gleich aussehenden Kleinen. Und gerne, was ich als Beispiel bringe, ist der gute Brokkoli. Wenn Sie sich mal einen Brokkoli das nächste Mal, wenn Sie im Supermarkt sind, mal genauer anschauen, dann sehen Sie, so ein großer Brokkoli besteht aus ganz vielen kleinen Härchen. Und wenn Sie mal die kleinen Härchen einzeln anschauen, sehen die genauso aus wie ein großer Brokkoli. Also die kleinen Teile, die Bestandteile des großen Brokkolis sehen identisch aus wie der eine große Brokkoli am Ende. Und das ist hier auch bei den Kerzen so der Fall. Und wie gesagt, das ist halt unbedingt wichtig, dass man dafür ein Gefühl kriegt und ein Verständnis, dass die Zeiteinheiten relevant sind für Marktbewegungen, für unsere, sage ich mal, auch Einschätzungen der Bewegungen und auch für das Bemessen der Stärke oder des Ausmaßes der Bewegung. Macht das Sinn? Können Sie das nachvollziehen? Wunderbar. Ja, und im Grunde ist das der Überblick darüber, welche Darstellungsarten es gibt, welche Charts und Zeitebenen es gibt. Und ich hoffe, das hilft Ihnen ein bisschen, sich auch damit mehr auseinanderzusetzen. Denn im Grunde hat viel mit Trading auch damit zu tun, dass man sich einfach mal hinsetzt, die Dinge anschaut. Und meistens ist es vielleicht ein bisschen. Der Einstieg ist eigentlich das Schwerste. Und ich hoffe, dass wir hier mit diesem Format Ihnen dabei helfen können, diesen Einstieg nämlich zu machen. Ne? Weil es ist schon was anderes, wie wenn man sich das Ganze hier gemeinsam zusammen anschaut, wir das besprechen, wie als wenn Sie und Sie auch die Möglichkeit haben, direkt Fragen zu stellen, wie als wenn Sie das Ganze nur auf irgendeiner Webseite lesen könnten.
oder über ein YouTube-Video. Also zumindest ist das unsere Wahrnehmung. Ich hoffe, wir liegen damit nicht ganz so falsch. Wir bieten gerne in einem Live-Format an, um eben die Fragen ihrerseits auch zu ermutigen. Von daher fragen Sie gerne auch bei unseren Live-Trading-Webinaren. Und für diejenigen, die es nicht wissen, wir bieten ja mehrfach täglich auch Live-Trading-Webinare an, wie unsere Frühstücksbörse oder unsere Feierabendbörse, aber auch nachmittags die US Open zur Eröffnung der US-Märkte. Und ganz besonders um 16:30 Uhr haben wir unseren Alt-Berliner Trading-Salon, wo wir gerne Sie zu Wort kommen lassen möchten. Also wenn Sie eine Trading-Idee haben, irgendwas, was Strategisches oder irgendwas am Markt gesehen haben, das ist das Portal sozusagen, das Podium, wo Sie sagen können, was haltet ihr denn davon und wo alle mal zu Wort oder was dazu sagen können, mit uns gemeinsam. Und da wollen wir auch. Dieses Format würden wir gerne ein bisschen mehr pushen und auch ein bisschen mehr Anteilnahme ihrerseits ermutigen. Von daher erwähne ich es hier auch nochmal an dieser Stelle. Wenn jetzt ihrerseits keine weiteren Fragen da sind, ich bin wieder um 13 Uhr an gleicher Stelle für Sie verfügbar hier. Und da werden wir uns dann aus dem Bereich Start Smart 1 nochmal was anschauen. Also ein bisschen mehr in die Basics gehen, in die Grundsätze. Und da werden wir sicherlich ein schönes Thema finden. Also um 13 Uhr bin ich dann wieder an gleicher Stelle für Sie verfügbar. Der Link ist hier gerade in dem Chat für Sie ersichtlich gewesen oder sollte es sein. Und ich würde mich freuen, wenn wir Sie dann wieder an gleicher Stelle um 13 Uhr hier begrüßen können. In diesem Sinne wünsche ich einen schönen Vormittag und bis gleich. Tschüss.